Herzlich willkommen zu einem weiteren Robe Homeoffice Video. Heute möchte ich euch die Bedienphilosophie unserer Spinnenserie erklären. Denn wenn man einmal das Grundprinzip verstanden hat, ist es dann ganz einfach. Zu unserer Spinnenserie zählen wir bei Robe den Spider, die Tarantula, die Tetra 1 und die Tetra 2 Bar. Alle diese Scheinwerfer bieten eine Vielzahl von Effektmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Ansteuern einzelner Pixel, die Steuerung mit Hilfe von vorprogrammierten Mustern oder den Einsatz als ganz einfaches Washlight. Die Bedienphilosophie, die dahinter steht, ist aber bei allen Geräten die gleiche. Bei all diesen Geräten gibt es drei verschiedene Ebenen: die Background-Ebene, die Pattern-Ebene und die Flower-Ebene. Die Background-Ebene hat mit der Single-Pixel-Funktion noch eine Unterebene, dazu aber später. Über diesen drei Ebenen steht die Master-Ebene. Hiermit steuert und beeinflusst ihr das Gesamtbild, was sich aus den drei Unterebenen ergeben kann. Der Master besitzt einen globalen Dimmer, Strobe, Zoom, Pan und Tilt. Als erstes schauen wir uns jetzt einmal die Background-Ebene im Detail an. Die Background-Ebene ist die erste unserer Ebenen. Du kannst sie von der Pattern- oder Pixel-Ebene überblenden oder crossfaden. Die Flower-Ebene kannst du ebenfalls über die Background-Ebene legen. Die Background-Ebene bildet quasi euer Washlight. Daher auch der Name Background-Ebene. Die erste Frage, die ihr euch stellt, ist: Wie möchte ich die Farbe darstellen, die auf meiner Background-Ebene angezeigt werden soll? Dafür stehen euch drei Möglichkeiten zur Verfügung. Bei der ersten Möglichkeit könnt ihr aus einem Pool von festen Farben wählen. Dies nennen wir Virtual Color Wheel. Das stellt euch wie unser gutes altes Festfarbrad vor. Die zweite Möglichkeit ist der CTC-Kanal, Color Temperature Correction. Hier könnt ihr das Default Weiß von 8000 Grad Kelvin stufenlos auf 2700 Grad Kelvin ändern. Das ist wie als wenn man einen CDO-Felder stufenlos vor einen Scheinwerfer schiebt, der eine feste Farbtemperatur von 8000 Grad Kelvin hat. Aber Achtung! Die Zuordnung des CDC-Kanals und des virtuellen Farbrades ist pultherstellerabhängig. Bei MA findet ihr den CDC-Kanal und das Virtual Color Wheel zum Beispiel im Main-Modul. Die dritte Möglichkeit ist dann natürlich die Farbmischung mit RGB oder RGBW, abhängig vom gewählten DMX-Modi. Damit könnt ihr eure eigene Farbe oder Weißton selber mischen. Anschließend habt ihr dann noch die Möglichkeit, den Bereich des Backgrounds auszuwählen, den ihr bespielen wollt. Ihr könnt die Farbe auf dem gesamten Background zeigen oder nur auf einzelnen Zonen. Den Bereich nennen wir Active Zones. Dies sind von uns fest programmierte Muster, quasi Pattern, die ihr wählen könnt. Es können unterschiedliche Ringe sein, Tortenstücke, halbe Bereiche oder. Für den Background stehen euch die gleichen Modifikationsmöglichkeiten zur Verfügung, welche ihr auch in den anderen Ebenen findet. Die RGB-Farbmischung oder RGBW-Farbmischung, abhängig wie gesagt vom gewählten DMX-Modi. Active Zones, die gibt es natürlich nur im Background, Strobe und Dimmer. Nachdem wir uns die Funktionen der Background-Ebene angesehen haben, schauen wir uns jetzt die nächste Ebene an. Die Pattern-Ebene. In der Pattern-Ebene sind fest definierte Muster enthalten, die ihr über euren Background legen könnt. Jedes Muster beginnt mit einem Grundelement, wie zum Beispiel einem Pixel. Schauen wir uns das jetzt einmal direkt am Scheinwerfer an. Für die Pattern stehen euch die gleichen Hauptmodifikationen zur Verfügung wie auch bei den anderen Ebenen. Ihr könnt die Farbe der Pattern frei über RGB oder RGBW wählen oder ihr könnt ein Farbmuster vom Farbmakrokanal wählen. Des Weiteren könnt ihr bestimmen, wie das Pattern aussehen soll. Das schauen wir uns jetzt mal näher an. Zuerst wählt ihr ein Grundelement, wie zum Beispiel ein Pixel, ein Tortenstück oder das Propellermuster.
Im zweiten Schritt könnt ihr die Größe auswählen oder wie oft das Grundelement wiederholt werden soll. Dieses nennen wir Pattern Repeat. Mit dem nächsten Kanal könnt ihr das Pattern positionieren oder rotieren lassen und so einen dynamischen Effekt erzeugen. Stellt euch dieses vor wie unser Rotation Gobo Wheel. Diesen Effekt nennen wir Pattern Rotation. Über den Kanal Pattern Fade könnt ihr definieren, ob die Rotation steppt oder fließt. Mit dem Kanal Transition könnt ihr einen Fade für den Übergang von einem Pattern zum nächsten festlegen. Mit dem Kanal Strobe könnt ihr ein separates Strobe für euren Pattern generieren. Und mit dem Dimmer dimmt ihr den gesamten Pattern-Effekt. Ich hoffe, ich könnte euch die Möglichkeit der Pattern-Oberfläche etwas näher bringen. Dies haben wir für euch aber auch nochmal in einem separaten Video verpackt. Jetzt wissen wir, wie diese zwei Ebenen aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Aber wie kann ich bestimmen, wie der Übergang von der einen zur anderen Ebene erfolgen soll? Hierfür gibt es in der Pattern-Ebene den Kanal Pattern Crossfade. Wie der Name schon sagt, kann ich damit zwischen den beiden Ebenen crossfaden. Der Default-Wert steht auf 100% Pattern. Das bedeutet, sobald ihr den Dimmer auf der Pattern-Ebene größer 0 setzt, überschreibt das Pattern in der entsprechenden Helligkeit und in der gewählten Farbe den Background. Es ist mit diesem Kanal auch ganz einfach möglich, zwischen der Pattern-Ebene und dem Background hin und her zu faden. Ihr könnt quasi ein fertiges Muster oder Effekt auf der Pattern-Ebene vorbereiten und von eurem Washlight, also quasi eurem Background, stufenlos in der von euch definierten Zeit hin und her zu faden oder zu switchen. Am Anfang des Videos habe ich euch erzählt, dass es drei wesentliche Ebenen gibt. Die dritte Ebene ist die Ebene mit der höchsten Priorität. Das ist unsere Flower-Ebene. Sie beeinflusst beim Spider und Tarantula die Center-LED und bei der Tetra 1 Bar die Middle-LED. Bei der Tetra 2 ist es die fünfte LED von der linken Seite und von der rechten Seite. Die Flower-Ebene ist schnell erklärt. Schaltest du den Flower im Rotation-Kanal an, überschreibt er automatisch alle Ebenen. Mit dem Dimmer bestimmst du die Helligkeit. Aber Achtung, ist der Dimmer auf 0, aber der Flower im Rotation-Kanal auf On, bleibt die Center-LED aus. Den Flower könnt ihr wieder frei in der Farbe mischen. Ihr könnt den Flower in verschiedenen Richtungen drehen oder auch stoppen. Und natürlich stropen und dimmen. Am Anfang des Videos habe ich euch auch erzählt, dass zur Background-Ebene noch die Single-Pixel-Ebene gehört. Die Single-Pixel-Ebene ist mit der Background-Ebene verknüpft. Es steht euch aber auch frei, jedes einzelne Pixel auszuwählen, um sie mit Farbe zu belegen. Die Single-Pixel-Ebene unterliegt aber dem Dimmer und dem Strobe von der Background-Ebene. Ja, jetzt sind wir fast am Ende des Videos angekommen. Es gibt allerdings noch eine Funktion, die ich euch erklären möchte, die aber ganz einfach zu verstehen ist. Also, noch einmal volle Konzentration. Diese Funktion heißt Color Mix Control und ist der Master-Ebene zugeordnet. Diese Funktion regelt, wie die Farben der Background- und der Single-Pix-Ebene miteinander interagieren, genauso wie ihr es von Medienservern her kennt. Es gibt Addition, Subtraktion, Maximum, Multiplikation, Invertierung und ein stufenloses Crossfaden zwischen den Pixeln und dem Background. Und natürlich könnt ihr die Prioritäten umschalten zwischen den Pixeln und dem Background. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und eure Kommentare. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit unserer Spinnenfamilie, euer Martin.